Ja, und wer im Fußball-Europacup erfolgreich sein will und teilnehmen will, der muss zunächst einmal im Memphis-Cup erfolgreich sein. Hier ist wieder das virtuelle Fußballstudio und Memphis-Cup-Achtelfinale Teil 2. Wir sind bei SK Rapid gegen OB Wörgl. Eigentlich ein typisches Cup-Duell. Klarer Favorit Rapid gegen klaren Außenseiter Wörgl. Rapid hat in den 2 Cup-Spielen schon 13 Tore geschossen. Das sind die meisten von allen beteiligten Clubs. Aber die Tiroler haben immerhin noch kein einziges Cup-Tor kassieren müssen. Und im Hanapi-Stadion wurde auch Geburtstag gefeiert, und zwar von jenem Mann, der das ändern will, nämlich die zu Null, die Torsperre bei Wörgl. René Wagner stürmt ab sofort als 26-Jähriger in Richtung gegnerisches Tor. Fast so etwas wie Geburtstag für Raimund Hedl. Er spielt erstmals in dieser Saison im Tor statt des im Training verletzten Ladislav Meyer. Der soll am Dienstag gegen Salzburg wieder fit sein. Kaum 3000 Zuschauer erleben diese Cup-Partie. OB Wörgl ohne die verletzten Philipp Schwarz, Silberberger und Kapitän Scheiber. Die erste Chance für das Geburtstagskind René Wagner nach 9 Minuten. Miterlebt von zahlreicher Prominenz auf der Ehrentribüne. Minute 16, Gerd Wimmer, rechts im Mittelfeld, gute Flanke und René Wagner an seinem 26. Geburtstag, sein 32. Treffer für Rapid, aber erstaunlicherweise sein erster im Memphis Cup. Ja, die Wörgler wollten möglichst lang zu Null spielen, das ist einmal nicht gelungen. Hacic, der neue Regisseur, wieder Wimmer, wird da gestoßen. Und Herbert Weber wartet gespannt auf die Entscheidung. Es gibt auf jeden Fall Elfmeter für Rapid und etwas erstaunlich auch eine rote Karte für Bernhard Baumgartner. Bisschen umstritten, nicht umstritten, das 2:0 durch Hacic, das zweite Tor des Jugoslawen für Rapid. Eines hat er in der Meisterschaft erzielt. Nach 25 Minuten 2:0 und die Einsamkeit des Raimund Hedl bei großer Überlegenheit von Rapid. Wer jetzt aber mit einer Torlawine rechnet, der sieht sich enttäuscht. Die Chancen werden der Reihe nach vergeben. Vorhin war es Bürk. Und Wörgl versucht noch immer zu kontern. Gaudenzi, das Mittelfeldtalent. Ja, und historische 39. Minute. Der erste Wörgl-Schuss im Hanapi-Stadion durch den Kroaten Emir Music. Ja, nicht allzu zufrieden Herbert Weber. Ebenso nicht wahrscheinlich der verletzte Krzysztof Ratajczyk, der Pole. Einbahnfußball auch in Hälfte 2, der eingewechselte Brosenik, der eingewechselte Sala und seine Flanke, oder war es ein Schuss, streift die Latte. Die 63. Minute, wieder eine historische, denn Florian Schwarz zwingt Raimund Hedl erstmals zu einer Parade. Bei den Wörglern bewährt sich nicht, dass man erstmals nach langer Zeit von der Viererkette abgekommen ist. Libero spielt Schneider. Gute Flanke Brosenik. Hervorragender Schuss von Gerd Wimmer. Für Gerd Wimmer das erste Cup-Tor seiner Karriere. Rapid führt nach 72 Minuten mit 3:0. Die Pflicht, die ist einmal erfüllt. Immer einsamer Raimund Hedl vor der leeren Tribüne. Ja, die Kür, die fällt aus, denn Rapid vergibt reihenweise Möglichkeiten hier. Ein Schuss von Pürk nach Verteidigungsfehler, dann Prosenik, der sehr stark spielt. Und schwer zu nehmender Ball für Pürk. Sie hören die Verwunderung der Zuschauer, die steigert sich, als der eingewechselte Penzer diese Chance vergibt. Einen guten Schuss von Prosenik gibt es noch. Rapid steht im Viertelfinale, er kämpft gegen den dezimierten Zweitligisten. 14:1 Eckbälle, aber nur 3:0 Tore. Kopfschütteln bei den Verantwortlichen der Sieger, Zufriedenheit bei den Besiegten, wie unser Interviewer Marc Wurzinger feststellte. Ja, wir haben uns heute sehr gut verkauft. Wir haben auch mit einem Spieler weniger am Platz in der zweiten Halbzeit mit Rapid lange Zeit mithalten können. Und wir sind heute sehr zufrieden mit unserer Leistung und ich hoffe, wir können mit dieser Leistung für die Meisterschaft aufbauen. Chancen hätten wir gehabt für 5-6 Tore, aber es wollte halt nicht sein und im Grunde ist es ja egal, ob wir jetzt 3:0 oder 5:0 gewinnen. Entscheidend ist, dass wir weiterkommen sind. Also jetzt schauen wir uns einmal gemeinsam die kompletten Ergebnisse dieses Memphis Cup Achtelfinales an. Hier kommt gleich noch einmal die Liste. Spital, LASK 0-1, Sturm Bregenz 2-1,
Admira Salzburg 2:4, Lustenau Leoben 3:1. Schwächert Braunau 0:4, Hornried 0:3, Rapid Wörgl 3:0 und St. Pölten GRK soeben gesehen 0:4. Die Auslosung, die gibt's natürlich schon morgen.